Huhu zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dishonored. Wir sind immer noch im Dunwall Tower auf wahrscheinlich unserer letzten Mission. Ich kann nur mutmaßen. Und wir haben es hier mit wahnsinnig vielen Wachen zu tun. Und eigentlich sind wir auf dem Weg, genau, zu dieser Rune und zu den Gemächern des Foltermeisters. Was soll ich jetzt machen? Dieses Knochenartefakt konnte ich irgendwie nicht finden. Oh, der Weg sieht aber gut aus. Können wir uns fast nochmal ein Mana-Elixier leisten? Ja, wir haben ein bisschen Mana verbraucht, durch Zeit anhalten. Gemächer des Foltermeisters. Eliminiere den Foltermeister. Muss ich ihn wirklich eliminieren? Ist hier nicht auch irgendwo eine Rune? Okay. Ist derjenige jetzt tot? Oder ist hier einfach nur dramatische Musik? Ich weiß nicht mehr, wie viel Pfeile wir noch haben. Aber ich denke, den Hund könnten wir wohl so ausschalten. Hoffnung, dass es eben nicht unbedingt auffällt. Aber ich möchte ihn trotzdem nicht töten irgendwie. Er hat gerade den Hund gesehen. Was natürlich nicht gut ist. Man kann ihn nicht betäuben. Der verträgt ganz schön was. Vielleicht hätten wir uns doch an ihn ranschleichen sollen. Ich hätte nur, wie gesagt, nicht damit gerechnet, dass er... Okay, wir haben ihn... Verdammt. Das war gerade Reflex irgendwie, weil ich dachte, wir sollten ihn töten, aber ich will ihn ja eigentlich. Vielleicht kriege ich ihn doch noch gepackt. Reicht das, wenn wir ihn einfach nur so eliminieren? Ich möchte ihn nicht töten. Hier bist du nun, Corvo. Inmitten der hohen Festung deines Feindes. Was für ein beeindruckendes Bild du auf deinem Weg zum Lordregenten abgibst. Wie wirst du seine Herrschaft beenden? Mit Blut oder mit der Wahrheit? Es ist nicht einfach, zu ihm zu gelangen. Wenn die Kaiserin so gut bewacht gewesen wäre, wie anders würde die Lage heute sein? Ja, vielen Dank. Ist es nur Rache, die du suchst, oder hast du noch einen anderen Plan? Willst du Wiederherstellung, Gerechtigkeit und die Krönung einer neuen Kaiserin? Oder wirst du alle ins große Nichts reißen? Wie auch immer, ich erwarte ein großes Spektakel. Es ist, glaube ich, sehr gefährlich, sich mit ihm einzulassen. Oh, Liebster, Liebster. Unten im Keller ist es so düster. Warum kommst du nicht zu mir? Wärest du hier, würden sie schreien, nicht wahr? Komm ich noch einmal besuchen, dann gebe ich dir ein neues Geschenk. Geschnitzt und glänzend. Zwar bist du kein Meister der Konversation, doch ich liebe es, dir bei deiner Arbeit zuzusehen. Komm wieder und ich erzähle dir Geschichten. Solche Geschichten. Deine liebste Lumpengräfin. Uch, was? Die Lumpengräfin hat hier mit dem Foltermeister? Kann ich ihn irgendwie... der lebt doch nicht mehr wirklich. Aber töten... Eliminiere den Foltermeister, aber warum? Also, da müssten wir den ja wirklich töten. Das mache ich nicht. Ich denke, den Foltermeister... Ich
Ich meine, wir wissen, dass es den Foltermeister gibt. Es wird immer Foltermeister geben. Das zu verhindern ist, glaube ich... Ja. Wir hätten jetzt rein theoretisch noch das Knochenartefakt da oben. Aber ich denke, wir können uns wieder auf dem Weg zum Sender machen. Ich versuche halt wirklich gar niemanden zu töten. Ich weiß nicht, ob es was bringt, dass wir ihn jetzt töten würden. Also den... Den Foltermeister. Okay, wie schaffen wir es denn jetzt wieder so einfach da hoch? Nein! Was soll ich jetzt machen? Was? Verdammt, das war zu spät. Ich muss diese Stelle behalten. Er sagt, bringen Sie... So. Sag Bescheid, wenn du meine Wache übernehmen willst. Hier will niemand deine Wache übernehmen. Uah, da sind wir ja ganz falsch. Wir legen sie hier hin. In der Hoffnung, dass hier so keiner mehr rumkommt. Sie wandeln ja. Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen. Okay, ich dachte, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber nein, ist es eher nicht. Also müsste ich wahrscheinlich doch wieder damit arbeiten. Nur wir schaffen es da auch nicht mehr hoch. Also ich muss einen anderen Weg suchen. Glaube ich. Das Problem ist, hier ist es so hell. Sie sich immer beschweren. Also, rein theoretisch könnte ich... Kann ich nicht, weil ich habe kein Mana. Jetzt habe ich wieder Mana. Goa, da steht jemand. Blitz der Finsternis. Ich habe gerade Errungenschaft, Blitz der Finsternis. Tut mir leid, dass ich dann in der Situation nicht so viel rede, weil es da irgendwie auf Konzentration ankommt. Und wenn ich rede, dann konzentriere ich mich meistens nicht unbedingt. Okay, also wir haben es irgendwie hier durchgeschafft. Jetzt müssen wir nur wieder es irgendwie dahin schaffen. Was hierüber offensichtlich nicht geht. Hier sind wir ja ganz falsch. Also. Hier kommen wir nicht so einfach vorbei. Ich hoffe, er dreht sich jetzt nicht gleich wieder rum. Dann sind wir geliefert. Wir müssen irgendwie doch nur wieder zum Sender kommen. Ach, da, so. Hier geht's aber nur wieder in den Keller. Verdammt. Wie geht's denn hier easy going zum Sender? Was? Schlüssel zum Schutzraum? Weiter. Weiner. Identifikation und Behandlung, das kennen wir schon. Kugeln. Sender, Lordregent, ich möchte bitte zum Sender. Ach, das ist der Schutzraum. Plünderung in jüngster Zeit. Na, das kennen wir auch schon. Das ist der Schutzraum.
Er ist aber unspektakulär. So, das Problem ist, wir müssen die da auf jeden Fall noch ausschalten. Beziehungsweise das geht nicht. Wir können die nicht ausschalten. So, was wir versuchen können ist, uns hier zu teleportieren. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir hingegangen sind, um da so zu dem Sender zu kommen. War das hier rüber? Ja, doch. Puh. Ich dachte, wir schaffen es hier nie wieder her. Ah, okay, hier glaube ich, können wir aufrecht gehen. Und dann spielen wir dieses tolle Audiographen-Dings, was wir haben, ein, würde ich sagen. Denn ja, wir sind eher für die Wahrheit als für Rache an sich. Also für pure, blutige Rache. Wie der Outsider meinte. Ob wir für die Wahrheit sind oder für pure Rache. Oh, er ist nicht mehr da. Na dann. Die Erklärung ist ganz einfach. Es war nicht mein Fehler. Mein Plan zur Ausmerzung der Armen hätte uns von diesen Schmarotzern befreit, die ihre Tage im Schmutz und Suff verbringen, Obdachlosen ohne Arbeit um Geld bettelnd, für das unsereins hart schuften muss. Und der Plan war einfach, die infizierten Ratten vom pandesianischen Kontinent zu holen und sie auf die Armen loszulassen. Der Plan funktionierte ausgezeichnet. Anfangs. Doch die Ratten entwickelten ein Eigenleben, versteckten sich vor den Rattenfängern und vermehrten sich alarmierend schnell. Bald spielte der Stand keine Rolle mehr. Alle wurden krank und dann begannen die Leute Fragen zu stellen. Die Kaiserin beauftragte mich herauszufinden, ob eine fremde Macht hinter der Rattenplage steckte. Ich wusste, die Wahrheit würde herauskommen. Es gab keinen anderen Weg, als sie zu beseitigen. Und selbst die Macht zu übernehmen. Sie musste sterben. Sie musste einfach sterben. Eine Kaiserin zu töten ist kein leichtes Unterfangen. Es ist vorbei. Aber so konnte ich die Seuche mit uneingeschränkter Macht angehen. Quarantäne, Abschiebung der Kranken. Sie haben fast die Stadt zerstört. Eine törichte Mutter, die nach ihrem verlorenen Kind sucht. Oder einen tumpen Arbeiter, der seine verschwundene Frau vermisst. Ja, Sir. Und dann wird die Quarantäne gebrochen. Aber mein Plan hätte doch funktioniert, er wäre aufgegangen, wenn nur jeder die Befehle befolgt hätte. Ja, da wurde er auch gerade schon festgenommen. Wahnsinn. Es hat also alles damit angefangen, dass er die Seuche bzw. die Ratten auf die Armen losgelassen hat und Jessamine Caldwin, die Kaiserin, hat zu viele Fragen gestellt und es wurde unangenehm und es war angenehmer, sie aus dem Weg zu schaffen. Wahnsinn, wirklich. Das finde ich gerade richtig erschreckend. Der wird uns wahrscheinlich sehen, oder? Ja, vielleicht auch nicht, wenn wir schnell genug sind. Die anderen schlafen alle noch. Machen wir die Türen hinter uns wieder zu. Und gehen hier raus, würde ich sagen. Wie fliehen wir denn jetzt am besten wieder? Hier rüber vielleicht. Ich weiß nicht, ob wir... Nein, da hoch können wir nicht. Wir könnten aber, ich speichere mal kurz, mache nochmal die tolle Sicht an. Wir könnten rein theoretisch wahrscheinlich hier den Walöltank rausnehmen. Dazu muss er hier aber weg.
er uns nämlich sonst sieht. So, und hier soll der eigentlich so liegen, dass er uns, dass uns der andere, beziehungsweise dass der andere das nicht sehen sollte. Hat er uns gesehen? Ach, verdammt! Jetzt geht uns die Wache da auf die Nerven. Wir wollen schon die Sicht beibehalten. Ich hoffe, der hat uns jetzt nicht gesehen. Er steht noch da, er steht noch da. Boah, er kommt weiter hier rum. Wie weit genau kommt er denn rum? Nein, er hat uns gesehen! Verdammt! Wir müssen schneller weg. Ich denke, wir gehen einfach wieder hier über das Gebäude rein. Und da haben wir uns ja schon um das Schlimmste gekümmert. So. Andererseits die Tür möchte ich gerne offen lassen, damit ich sehe, was er da tut. So. Jetzt müssen wir rein theoretisch dann noch irgendwie heil darunter kommen, ohne uns alles zu brechen. Wahrscheinlich über den gleichen Weg, über den wir gekommen sind. Allerdings sieht es fast so aus, als wären da gerade mehr Wachen als vorher. Achtung, Angestellte des Dunwall Towers. Alle unbekannten Personen gelten bis zur Untersuchung durch einen Offizier der Wache als feindlich. Okay, mit Doppelsprung kommen wir da nicht hoch. Maßnahmen bestraft. Aber so kommen wir da wieder hoch. So, und wir gehen auch wieder auf dem gleichen Weg. Wer steht denn da hinten jetzt? Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen? In der Tat, das ist eigentlich auch egal, wer da steht. Wir versuchen einfach nur noch ganz, ganz schnell wegzukommen. Glaube ich. Ich speichere hier nochmal. Au. Ah, ich wollte eigentlich auf dem Dingsy landen. Also nicht ganz so hart aufkommen. So, genau, wir können eigentlich auch hier rüber gehen, oder? Doch, genau, hier rüber sind wir gekommen. Da müssen wir es nur wieder runterschaffen. Was wir darüber schaffen sollten. Boah, ist das neblig da unten. Also. Kakerlaken zertreten. So, dann hier runter. Und dann, oh, das ist Wasser. Es ist kein Nebel, es ist Wasser. Dann sind wir auch schon da, wo wir sein wollten. Samuel ist hoffentlich noch da. Puh. Samuel, wir haben es geschafft. Nimm uns hier mit. Ist alles vollbracht? Es ist, glaube ich, geschafft. Wollen wir zurück zum Houndpits Pub? Bitte, ja. Unbedingt. Vielen Dank, Corvo. Dann wollen wir mal. Ab geht's. Errungenschaft. Ausgleichende Gerechtigkeit. Wir haben, wow, niemanden getötet. Wir sind nicht entdeckt worden. Wir haben den Foltermeister des Lordregenten bezwungen. Das ist gut. Wir haben ihn nicht getötet. Die Korruption des Lordregenten öffentlich gemacht. Yippie. Wir haben ein Gemälde übersehen. Wir haben ziemlich viele Münzen übersehen. Wir haben ein Knochenartefakt und eine Rune übersehen. Ja, das tut mir auch ein bisschen leid, aber ich wusste nicht mehr, wie man es dahin schafft. Und es war so viel los. Das heißt, ich hätte da wahrscheinlich Stunden verbringen können. Wir gehen mal auf Fortsetzen. Ich bin jetzt gespannt, was jetzt noch kommt.
große Veränderungen machen mir ehrlich gesagt Sorgen. Kleine Leute wie ich haben es immer am schwersten. Aber diesmal ist es anders. Der Lord Regent ist Geschichte, der Orden hat einen neuen Oberaufseher, unser Werk ist fast vollendet. Die anderen sind in der Bar. Vermutlich wollen sie ein Glas auf sie erheben. Ich werde draußen bleiben, wenn sie erlauben. Nachdenken, solange wir die Zeit haben. Mein Glückwunsch, Corvo. Feiere mit den Kaisertreuen in der Bar. So, dadurch, dass ich nicht weiß, was jetzt noch kommt und wie viel jetzt noch kommt, denn wir sind eigentlich am Ende der Zeit angekommen, werde ich sagen, ich mache jetzt hier wieder einen Schnitt, verabschiede mich erstmal von euch, bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, hoffe, dass es Spaß gemacht hat und sollte jetzt nicht mehr viel kommen, dann werde ich das Ende sozusagen einfach noch mit dran schneiden. Und wenn doch noch viel kommt und ich zu viel labere, dann mache ich sozusagen aus dem Ende noch eine weitere Folge. Genau, dann sehen wir uns eventuell in der nächsten Folge oder dann am Ende. Bis dahin, ciao!